Willkommen zurück zu Miss Survival mit mir, Selina. Jo, und ich habe Hunger. So, wir machen gleich das Feuerchen noch fertig. Wir brauchen 8 Steine. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo Steine liegen hatten. Wie ihr seht, habe ich das Spiel neu gestartet. Was heißt, alle Bäume wieder da. Tada, tada. Die verschwinden dann irgendwann wieder. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, wir müssen mal das alles sortieren? Steht noch auf der Agenda. Steht noch auf der Tagesordnung. Huch. Ich würde aufhören, in die Hocke zu gehen, wenn ich... also wenn ich Infected und Miss Survival immer so unterschiedlich, also abwechselnd spiele, aufnehme, dann kommt das manchmal zu Problemen. Ich habe noch einen Reifen gebraucht, ne? Noch. Genau, ein Reifen. Ah, ich weiß nicht, hatte ich Sprit? Ich nehme es mal mit. Ich nehme es mal mit. Ich habe nämlich noch einen Reifen da hinten gebraucht. Für. Ihr wisst schon was. Ja, hier muss er nämlich auch nochmal den Zaun bauen. Weil er ja nicht nur da ist, sondern. Ja. Eine Einparkhilfe. Okay, scheine statt tatsächlich keine Steine zu haben. Scheine keine Steine. Gut. Okay. Kommt hier irgendwas raus, wenn ich es destroye? Okay. Das würde mich jetzt erstmal. Erstmal. Oh. Geil! Krieg ich alles wieder. Das ist ja. Das ist nett. Was schmeiße ich denn raus? Den Stock. Gehe ich ja eh wieder. Sehr schön. Dann haben wir das Feuerschiff fertig. Können wir uns schön was zu essen machen. Nee, können wir nicht, nee. Oh, erzähl mir bitte nicht nein. Oh, muss ich... Meine Stimme, ne? Muss ich jetzt immer aufpassen. Aber das hier steht auch schief. Flieg bitte nicht weg. Du hörst jetzt da hinten. Ich bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Beim Bauen wird es ja automatisch irgendwie drauf gemacht. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, wir haben auf jeden Fall Feuerholz und so. Haben wir doch. Haben wir doch. Haben wir alles. Außer das Fleisch. Das haben wir nicht. So, dann brauchten wir Tinder. Na? Okay. Und einen Starter. Hä, habe ich nicht alles vorher rausgenommen? Doch. Ist wahrscheinlich einfach wieder irgendwo reingeschmissen. Wie ich mich kenne. Ups. Erwischt. Ja, es wird ein bisschen komplizierter, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage... Uiuiuiui. Okay. Ansonsten kommt das hier rein. Und das kommt hier rein. Ich muss nur mal auf Nummer sicher gehen, ob ich alles gebaut hat. Und die Schippe wird hier rein. So, Hammer nehmen wir raus. Okay. Und dann, ja, wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal Fleisch holen. Moment. Denn ohne Fleisch nichts los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir. Ich schmeiß jetzt einfach mal alles soweit hier rein. Wie gesagt, ich darf nicht vergessen, mitzunehmen. Genau. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Ein Reifen. Meinte ich. Hatte ich hier einen Reifen drin? Huch, meint er das andere? So. Oh, hat noch was gefehlt? Ich weiß es nicht. Ich nehme was. Drei. Das werden wir ja dann sehen. Das werden wir dann sehen. Ich glaube tatsächlich, dass es nur ein Reifen war, was gefehlt hatte. So. Vorschlagkammer haben wir dabei. Gehen wir mal kurz zu Bärbel, sagen Hallo.
Die freut sich doch immer. Die freut sich immer, wenn wir da sind. Es ist für die auch mal ein Erlebnis. So, dann wollten wir. Ach stimmt, wir wollten ja den roten Truck. Ach seht ihr, wir können den roten Truck hier sogar tatsächlich mitnehmen. So, so sehen. Weil ich auch gesagt habe, wir wollen die Lampen klauen. Interessant. Einfach zurückgebounced, ohne. Ist wieder irgendwas passiert? Okay. So, lass mich mal unter die Haube gucken hier, was los ist. Ja, eine Batterie hat noch gefehlt. Naja, komm. Batterie finde ich eigentlich auch so aus den Schrottteilen. Muss ich ja. Seht ihr, und spritmäßig. Genau so. Ich habe doch an alles gedacht, bis auf die Batterie. An die habe ich nicht gedacht. Okay. So, da die Schränke wieder da sind, da gewesen worden sind, müssten die doch auch wieder befüllt sein, oder? Oder habe ich hier schon wieder gelootet? Geil, habt ihr das gesehen? Ein angebrochener Hammer. Meins, Leute, meins. Ich habe so das Gefühl, als würde hier irgendjemand anderes gewohnt haben. Und ich beklaue den jetzt. Nicht geil. Bin gerade am Überlegen, ob es zwei Schränke gibt. Ob ich so einen kaputt machen kann. Sieht man halt nicht. Wenn man es öffnet, dann. Ja. Auch alle Türen stehen halt irgendwie offen. Nicht normalerweise immer automatisch. Werden die nicht automatisch zugemacht? Komisch. Ehrlich. Sehr, sehr komisch. Ah, wahrscheinlich waren meine Freunde hier. Hier ist Gott und so. Die waren alle hier zu Besuch. So, können weiterfahren. Ich habe alles. Gib Gas. Oh, da. Ich habe Batterie. Das ging ja schnell. Wird ja nicht lange auf sich warten lassen. So. Ich habe jetzt echt gedacht, ich falle rein. Aber nochmal Glück gehabt. Grüß dich. Frage mich, wo Bärbel ist. Ehrlich. Bärbel, ich hab Hunger. Könntest du mal kurz vorbeikommen? Nur kurz. Ich will dich auch nur einmal treffen. Mit dem Gewehr. Ich glaube tatsächlich mit dem Messer brauche ich zweimal. Habe ich denn jetzt einen Dolch unten Dings dabei? Kein Dolch. Verdammt. Aber da auf dem Parkding, da gibt es doch eigentlich das Messer, oder? Also so langsam jetzt kritisch mit dem Essen. Der hat halt echt Hunger, Bärbel. Nee, kein Argument. Hier müsste ja auch alles wieder da sein. Okay.
Ja, das Problem ist jetzt halt auch, ich weiß nicht, was ich kaputt mache. Ob ich vielleicht das mit dem Blut kaputt mache? Das ist ja das, was viele bemängelt haben. Ah, ich fühle es, Leute. Ich fühle es. Beziehungsweise ich fühle mit euch. Das ist das, was ich sagen wollte. Ist keiner. Ich höre euch nicht. Ihr hört mich nicht. Es ist halt, ne? Du. Eins geht kaputt, eins bleibt da und du weißt nicht, welches wer was ist. Okay, das ist eine gute Idee. Ich mache es halt einfach so, dass ich zum Beispiel hier, ja, ich öffne es. Dann zerstöre ich das. Das müsste ja das kaputt gehen, das ich gelootet habe. Oder? Naja, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Das heißt, es müsste ja alles doppelt da sein. Das Auto müsste doppelt sein. Ein fast abgelaufener Schokoriegel. Lass ihn dir schmecken, Kollege. Lass ihn dir schmecken. Ja, von Bärbel immer noch nicht zu sehen. Es ist halt so von wegen, nee, ihr müsst nicht neu starten, aber es wäre halt anzuraten, einfach weil es ansonsten ja nicht so gut funktioniert. Das ist ja jetzt das Problem. Okay. So, seht ihr, ich öffne das hier. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Das heißt, ich mache das jetzt kaputt und habe das ja trotzdem noch zu. So. Für zukünftige Patches wäre es halt auch vielleicht interessant, einfach alles zu zerdeppern. Und wenn dann nochmal ein Patch kommt, wisst ihr, was ich meine? Ich meine ja nur. Also, das ist so der Tipp, den ich euch geben kann. Ob er euch jetzt hilft, das weiß ich doch auch nicht. So, eins ist auf jeden Fall kaputt gegangen und ich hoffe, es war das, dass ich nicht gelootet hat. Dass ich gelootet habe. Ja, ich hoffe echt, dass es besser wird. Ich hoffe echt, dass das Rad hier an dem Spiel weitermacht und nicht sich dafür entscheidet, dass er da keine Lust mehr drauf hat. Weil man merkt halt eigentlich schon so, dass Dinge sich geändert haben. Die Informationspolitik zum Beispiel. Kommen nicht mehr so viele Updates. Da ist doch gar nichts drin, oder?
Die sind doch unten drunter. Am Anfang muss ich auch sagen, hat man halt zum Beispiel auch gemerkt, also wirklich richtig gemerkt, dass ihm das Spiel sehr am Herzen liegt, die Informationspolitik ihm sehr am Herzen lag. Und obwohl es damals ja schon so ein kleiner Hype drumherum war, dass er trotzdem das beibehalten hat und wirklich viel gebracht hat. Obwohl es ja schon auch viele Leute gekauft hatten. Hat er halt trotzdem weitergemacht. Also ihr habt übrigens nichts gesehen, falls die Polizei fragt, ich war das nicht. Ja, die leeren Flaschen lasse ich zwar liegen. Weil es nur, gut. Platzverschwendung. Ja, Bärbel, was ist jetzt? Du hast mir so viele schöne Sachen versprochen. Wie zum Beispiel dein Fleisch. Und was ist jetzt? Was ist jetzt? Ha? Jetzt bin ich nur irgend... Nein. Herrlich. Ja, aber scheint schon wieder weg zu sein. Oder die ist wieder da hinten in dem Waldstück. Und nicht mehr in diesen hier. Die denkt sich auch so. Ja, ich merke, immer wenn ich vorne bin, findest du mich leichter. Und deswegen gehe ich jetzt da hinten hin, damit du mich nicht mehr findest. Hahaha. So, hochnäsig ist sie nämlich. Die alte Dame. Ja, so viele Tage, wie sie jetzt schon wieder leben durfte, ist eine alte Dame. So. So. Nein, ich habe den Tank nicht dabei, aber ich habe doch eigentlich immer für vorne einen Tank drin. Genau. Sehr schön. Ja, sehr schön. Oh, heal. Fill the can. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Habe ich schon gesagt, das ist sehr schön? Entschuldigung. Wir fahren dann jetzt hier den Berg hoch, weil da ist auch... Ja, da können wir dann uns schon mal umschauen, was wir da so mitnehmen. Nee, ich glaube, hier runter ging das, ne? Ah, rin damit, rin damit, rin damit, rin, rin. Di, di, rin. Du bist einmalig. Ja, für 1,28, ob man es machen sollte. Pff, weiß ich jetzt auch nicht. Ich bräuchte halt echt was dringend was zu essen. Ich bin ja eigentlich nur wegen Bärbel hier, aber Bärbel hat halt keinen Bock mehr. Bärbel ist halt so. Pff, nö. Lass mich tausendmal löschen. Lass mich tausendmal gehäutet. Tausendmal gekillt. Tausendmal. Kein Dank gekommen. Oder so. Bärbel? Bist du hier? Bist du hier, meine Bärbel? Diese Palmen, die sind halt auch einfach, naja. Anders. Sagen wir es so. Vielleicht finde ich ja hier noch was zu essen.
Jetzt ein bisschen gebrannt. Kann das auch. Okay. Ja, gute Ausbeute, würde ich sagen. Hier da oben. Sehe ich schon. Ja, das Hotel ist halt einfach 1:1 von unten nach oben kopiert. Ach stimmt, ich bin ja. Egal, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendjemand im Kleiderschrank was zu essen packt. Ah, habt ihr es gesehen? Auf jeden Fall ist in dem anderen Schrank was drin. Ja, wahrscheinlich habe ich den jetzt Egal. Egal. Toll, ein Brecheisen. Was wolltest du mit diesem Brecheisen? Just for the joke. Da ist ein fliegender Fernseher. Gut. Was soll ich sagen? Ich bin gerade am Überlegen, soll ich. Oh, die Tür ist sogar offen. Oben. Achso, ja, ich bin auch offen. Ja, ganz ehrlich, warum nicht? Ich hab dort die Kugeln. Und der andere hat keinen Bock, oder was? Gut. Der ist angezogen bei mir, oder? Genau so. So. Eine leckere Dosentuppe. Das lasse ich mir doch geschmecken. Schmecken lasse ich mir das. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Falsche kaputt. Habt ihr es gemerkt? Oh, egal. Egal. Ein schöner Rindseintopf oder so. Auf jeden Fall Rindfleisch. Oder es sollte mal Rindfleisch sein. Oh nein, ich habe die Zigarette verloren. Das ist ja jetzt schlimm. Ah, das Traurige ist auch, ich weiß, er hatte halt mal was mit dem Spiel vor, ja. Ich meine, gut, andererseits, für den Preis hatten wir doch ein bisschen Spaß. Ne? So, aber das heißt, das kleine Hotelzimmer ist jetzt auch wieder da. Das heißt, wir können da auch noch mal reingucken. So. Ich sehe auch gerade, das... Hä? Ich habe doch... Was? Ich könnte Bärbel nicht mal komplett ausnehmen. Wisst ihr das? Weil ich irgendwie so eine Feder rumfliegen habe. Komm. Aber ich habe gar nicht mehr so viel Zucker, ne? Oder habe ich hier. Ach, Pillen. Braucht kein Mensch.
Ja, Selinas Überlebens-Einmal-Eins. Also, hier, ne? Antibiotika und Schmerztabletten. Braucht ihr auf keinen Fall in der Apokalypse. Schmutz, Leute, Schmutz. Okay, aber auch schon. Ach komm, Batterien haben wir komplett voll. Was willst du da noch mehr? Mehr geht da gar nicht mehr rein. Du wusstest ja was, die Dose trinke ich einfach, weil ich Durst habe, okay? Und manchmal hat man einfach Lust auf was Süßes. Trinken. Okay. Das löst halt immer noch nicht den Fall der verschwundenen Bärbel. Die ist doch normalerweise übelst schnell wiedergekommen. Ich weiß, was los ist. Da ist sie. Bärbel! Meine Hübsche. Meine Schöne. Warte auf mich. Lass mich doch einmal deinen Kopf sehen. Ups. Hat die mich erwischt? Bärbelchen, mach doch nicht sowas. Ja, 8 Stück. Easy, easy, schneezy, miesi, busy. Ich glaube tatsächlich mit dem. Ah, wieso? Ganz ehrlich, mit der Machete kann man den Bär doch viel besser zerlegen als. Na egal. 2, 4, 6, ja, passt. Perfekt. Und es ist halt, wird halt schon wieder dunkel. Habe ich die Axt mitgenommen? Nee, ich habe die Axt nicht mitgenommen. Nach Hause! Hilfe! Werde ich hier festhalten. Gut, wir haben auf jeden Fall was, ein bisschen was zu essen. Wir haben ein bisschen davon, ein bisschen das. Eine Sache können wir noch mitnehmen. Was sollen wir mitnehmen? Brich essen? Nee, ein Feder. Ich behalte den Winterplatz frei. Beste Licht überhaupt. Gott! Ja, das. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Null. Ich bin. Ich schwöre, das ist gerade aus dem Nichts aufgetaucht. Ja, das geht noch voll in Ordnung, oder? Das dauert ja nur irgendwie 20 Minuten, das Einbauen. Ach, 5 Minuten sogar nur. Haben wir noch ein fertiges Auto hier stehen? Kann ich dann mal zwischen den Folgen holen. Dann haben wir mal so ein Ersatzauto, falls meins wieder lernt zu fliegen. Und ich vergesse, irgendwie neu zu starten oder so. Ja. So ein Ersatzauto schadet ja auch nicht. Oh Gott. Müsste. Ah, stopp. Und zurück. Und da. Da stehen auch meine Sachen. Da weißt du, wo ich bin. Oh Gott, ich sehe über. Was? Ist das mit dem Licht noch schlechter geworden irgendwie? Keine Ahnung. Ehrlich. Wow. Ich bin ja froh, dass Gebäude keinen Schaden nehmen, wenn man da reinfährt und so. Nein, lass den Motor aus. Ich habe mein ganzes Salz, glaube ich, im Kofferraum gelassen, oder?
Ja, fängt schon mal gut an. Nee, ich hab's tatsächlich dabei. Alles gut. Ich glaube nämlich, ich werde jetzt einfach Köttelchen machen. Und ich kann es über Nacht, während ich schlafe, kann ich es da laufen lassen. Das Fett rendert dann schön. Und das Fleisch kann ich ja schnell braten. Ja. Ja, komm, was soll der Geiz? So. Ich glaube tatsächlich, während es brät, kann ich ein Fleisch zu Würsten verarbeiten. Wir probieren es jetzt gleich einfach mal aus. So, schnell, schnell, eine Wurst, eine Wurst. Gut. Mission fehlgeschlagen, Leute, Mission wird fehlgeschlagen. Alles zurück, alles zurück. Was ist denn, wenn ich ein Stick? Es dauert 2 Minuten. Okay. Und? Noch roh. Okay, dann machen wir noch weitere 2 Minuten. Okay. Was ist jetzt? Falsch. Das ist Medium. Ach. Das Problem ist, es ist halt sehr, sehr schnell burnt. Eigentlich hätte ich ja schon Medium essen, oder? Also so rein theoretisch von der Logik her. Aber gut, es ist ja eigentlich alles verseucht, deswegen sollte man es vielleicht durchbraten. Ich zuerst mal gehört, wie die Tonspur da endet. Jetzt machen wir einfach mal 3 Stück und gucken, ob es verbrannt ist. Weil wenn es verbrannt ist, ist es nicht schlimm. Wir haben jetzt ein bisschen Fleisch. So, machen wir 6 Minuten. Ah, wobei ich glaube tatsächlich, dass 5 Minuten. Nee, es ist Medium. Krass, krass. Was ist, wenn ich das esse? Ich weiß nicht, wie lange der ist. Ja, gut, ich habe jetzt auch nicht so viel. Dass ich sage, ich muss unbedingt jetzt essen. Ich finde es halt schön, dass ich das jetzt braten konnte. Ich habe irgendwo noch ein Stück Fett rumfliegen. War das hier? In irgendeinem Schrank lag noch so ein Stück Fett rum. Ist übrigens 1:1 zu Hause auch so. Naja. Zum Beispiel im Kühlschrank. Oh, Mensch, das war ein Wortwitz. Da habe ich mich ja selber wieder übertroffen. So. Generator ist aus. Ja, der ist wahrscheinlich kein Sprit mehr. Nicht? Nicht. Ja, wir tun es aber trotzdem in den Kühlschrank. Einfach weil es da reingehört. Weil ich glaube, dass es im abgeschalteten Kühlschrank schneller schlecht wird als in meinem Inventar. Ja. Kann man jetzt auch nicht ändern. Gut, ich schlafe jetzt die Nacht über und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann bauen wir wieder weiter. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.